Sommerzeit ist Eiszeit. Aber den Becher einfach so wegwerfen? Ist das nicht verboten? Nein, denn dieser Becher ist aus Maismehl und damit reiner Dünger für die Natur. Das klingt nach einer Utopie, die aber vielleicht zum Greifen nah ist. Man stelle sich vor, es gäbe keine giftigen Abfälle mehr. Alles wäre gut für die Natur, auch das Pappgeschirr und sogar das blaue T-Shirt. Könnte solch eine Utopie Wirklichkeit werden? Möglicherweise für alles, was wir herstellen? Leben ohne Schadstoffe? Heute sind wir davon weit entfernt. Großer Müll. Etwa 1000 Kilogramm Hausmüll produziert eine vierköpfige Familie in einem Jahr. Jede Woche eine Mülltonne voll. Darunter auch jede Menge Schadstoffe. In der stinkenden Mischung bilden sich weitere Chemikalien wie Dioxine, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelsäure, die die Umwelt belasten. Und mit jeder Fuhre werden auch wertvolle Rohstoffe vernichtet. Rohstoffe, die in die Produktion zurückfließen könnten. Rohstoffe werden doch knapper werden. Ist doch klar, Öl wird in 45 Jahren zu Ende sein, Gas in 60 Jahren, Kohle in 150 Jahren. Dann gibt's das nicht mehr. Kupfer, Zink, Eisen, Metalle, Buntmetalle, Kobalt. Wenn wir die Bodenschätze weiterhin nutzen, um sie in Berge von Müll zu verwandeln, werden unsere Kinder eine zweite und dritte Erde zum Überleben brauchen. So wie die erste industrielle Revolution die Fertigungsbedingungen komplett geändert hat, so brauchen wir eine zweite industrielle Revolution, die aber auch gleich das Soziale und Kulturelle mit dabei berücksichtigt. Nicht nur die Menschen in ihrer Produktionseigenschaft, sondern auch die Menschen in ihrer Rolle auf der Erde. Also, wofür sind Menschen auf der Erde da? Keine schwere Frage für Kinder. Natürlich, um Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Mit dem ausgespuckten Kirschkern beginnt der Kreislauf der Natur. So entwickelt sich wieder neues Leben. Für den Umweltwissenschaftler Michael Braungart dient dieses Prinzip als Vorbild für die Industrie. Die Natur produziert keinen Müll. Wie zum Beispiel Kunststoffwindeln. 1800 Windeln verbraucht ein Kind pro Jahr. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Müll hinterlassen. Darum ist das Denken von Müll als Konzept schon ein Problem. Es ist viel wichtiger, von vornherein alle Materialien als Nährstoffe zu denken. Also all das, was verschleißt, eben als biologischen Nährstoff und all das, was nur genutzt wird, als technischen Nährstoff zu denken. Das heißt, überhaupt das Abfalldenken sich abzugewöhnen oder es noch nicht mal abzugewöhnen, weil man dann immer noch an Abfall denken würde, sondern von vornherein einfach nur an Nährstoffe zu denken. Alles Nährstoffe? Was die Kleinen in den Windeln hinterlassen, ist Dünger für die Natur. Auch die Windeln könnte man kompostierbar machen, dann wären sie nach einem Jahr verschwunden. Der Wissenschaftler Michael Braungart denkt noch weiter. Die sogenannten Superabsorber, die Materialien in den Windeln, die die Feuchtigkeit speichern, bieten für ihn ungeahntes Verwertungspotenzial. Man könnte sie so machen, dass die Superabsorber, also diese Dinge, die auch Wasser speichern, so gestaltet werden, damit man nachher die Windeln einfach zerkleinert und sie einsetzt, um da zum Beispiel in Wüstengebieten in Spanien wieder eben Leben zu schaffen. Man könnte mit einem Baby auf die Art und Weise mit den Superabsorbern, die das Wasser speichern, etwa 150 Bäume großziehen dabei. Das ist nur eine von vielen Ideen, die hier an der Fachhochschule im niedersächsischen Suderburg entwickelt werden. Vorbild ist immer die Natur.
Die spart nicht an Qualität, sondern produziert reichen Überfluss, ganz ohne Schadstoffe. Den Nachteil, dass es halt in verschiedene Stücke zerfällt. Michael Braungart erklärt den Studenten, wie man Produkte von vornherein richtig gestalten kann. Die zentrale Frage: Wie können Materialien gesund für Menschen und Umwelt sein und immer wieder genutzt werden? Indem man am Anfang, schon beim Design, entscheidet, ob ein Produkt in den biologischen oder den technischen Kreislauf gehört. Hier können die Materialien dann praktisch unbegrenzt wiederverwendet werden. So möchte Braungart den Müll abschaffen, auch den Kleidermüll. Wir haben vor kurzem alle möglichen Produkte untersucht. Armani, Gucci, Louis Vuitton, Boss und sonst was. Das ist alles Sondermüll. Nicht mal also die besten Marken, teuren Markenprodukte, Luxusmarken sind irgendwie dafür geeignet, dass sie für Menschen da sind. Ja? Die sind nicht für die Haut gemacht, sie sind nicht für meine Gesundheit gemacht, sie sind einfach nur Sondermüll. Die Mode ist kurzlebig und die Qualität der Stoffe nimmt stetig ab. Je schöner die Farben, umso höher ist häufig der Gehalt an Schadstoffen. Und schon nach einer Saison landet vieles in der Altkleidersammlung. Die Europäer verbrauchen immer mehr Textilien, die zum größten Teil aus Asien kommen und mit Giften behandelt sind. In Burladingen bei dem Textilunternehmen Trigema hat man neue Lösungen gefunden. Hier produziert man bereits T-Shirts, die komplett schadstofffrei sind. Angefangen bei der Baumwolle, die aus kontrolliert ökologischem Anbau kommt. Das Ziel dieser Produktion? Alle Zutaten sollen in den biologischen Kreislauf passen und kompostierbar sein. Das gilt auch für den nächsten Schritt, das Färben mit naturreinen Substanzen. Blau wird unter anderem aus der Pflanze Indigo gewonnen. Dunkle Töne sind schwer zu färben und die konventionellen Industriefarben belasten die Umwelt und die Gesundheit. Dunkelblau und Schwarz gibt es erst seit ein paar Jahren als biologisch abbaubare Farbe. Zurück an der Fachhochschule in Suderburg. Michael Braungart demonstriert seinen Studenten im Experiment, wie sie herausfinden können, ob die Stofffarbe sich in der Natur zersetzt. Unter Zugabe von Sauerstoff baut sich die Farbe allmählich ab. Das Ökoblau ist jetzt farbecht und so gesund wie Fliederbeersaft. Keine Utopie. Umweltfreundliches Färben ist möglich. Stickstoff drin ist. Die neue Textilfarbe kann man direkt in den Fluss schütten. Sie löst sich sofort rückstandslos auf. Weder unsere Kläranlagen noch unsere Gewässer werden so durch Gifte und Schadstoffe belastet. Auch die Nähgarne für das naturreine T-Shirt wurden nach den Kreislaufprinzipien entwickelt und sind kompostierbar. Von der fortschrittlichen Textilproduktion profitieren auch die Mitarbeiter. Natürliche Stoffe und Farben sind besser für die Atemluft. Qualität behauptet sich gegen Billigkonkurrenz. Das T-Shirt ist fertig. Mittlerweile gibt es die Shirts in 10 Farben, von Kirschrot bis Marineblau. Und tatsächlich, es ist kompostierbar, wie das Experiment zeigt. Wir nennen die kompostierbar und die Menschen denken dann, dieses T-Shirt rottet mir, wenn ich es im Körper trage. Ja, und das ist natürlich blödsinnig. Das T-Shirt ist genauso stabil und genauso robust wie andere auch. Die sind die ersten T-Shirts in der Menschheitsgeschichte, die ersten Kleidungsstücke überhaupt, die für Hautkontakt gemacht worden sind. Diese Stoffe sind auch für die besonders empfindliche Haut von Kindern und Allergikern geeignet. Qualität bedeutet rundherum gut für Menschen und Umwelt. Das Prinzip ließe sich auch auf das Plastikrecycling übertragen. Die riesigen Mengen von Verpackungsmüll werden in vielen Haushalten getrennt gesammelt. Allein in Deutschland sind es über 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber nur ein Teil wird zu neuem Kunststoff verarbeitet. Der Rest wird verbrannt,
Denn für die Natur ist es unverdaulicher Giftmüll. Dabei kann man es besser machen. Denn es gibt sie schon. Neue Folien, zum Beispiel aus Mais. Die sind nicht nur kompostierbar, sondern kommen auch ohne gefährliche Weichmacher aus. Die Verpackungsindustrie hat den nachwachsenden Rohstoff für sich entdeckt. Also es gibt eine sehr interessante Entwicklung auf dem Kunststoffsektor. Nennen wir Biokunststoffe, sind häufig auch biologisch abbaubar oder kompostierbar. Und man kann schon eine ganze Reihe von Anwendungen heute in den Märkten sehen. Hier zum Beispiel eine Verpackung für Obst und Gemüse. Man sieht, die Folie schaut genauso aus wie eine normale Kunststoffverpackung, ist aber aus nachwachsenden Rohstoffen, in dem Fall aus Mais, hergestellt. Aus Maisgrieß werden auch Verpackungschips hergestellt. Sie sind ein umweltfreundlicher Ersatz für die Styroporkugeln und leicht wie Popcorn. Hubert Leuk ist der Chef der Firma Bio-Wertstoffe in Teterow. Nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft hat der gelernte Landwirt die Verpackungschips neu erfunden. Und dann haben wir durch einen Zufall eine Mischung entwickelt, die durch ein reines Zufallsprodukt in die Maschine gegeben haben. Und da kam dann der heutige weiße Verpackungschip raus, der leicht war, der für uns eigentlich, das war der Durchbruch. Kurz quasi davor zu gehen, wie schaffen wir es weiter, kommt dieses Produkt raus. Und da haben wir mit der gesamten Mannschaft in einen riesen Haufen dieser Verpackungschips gelegen. Und das war für mich dieser Aha-Effekt, dranbleiben eine Sache. Wenn du überzeugt bist, dranbleiben, konzentriert das Ziel verfolgen. Das Material ist doch gut so, ne? Diese Verpackungschips sind sogar essbar. Gut. Ja, auf einer Landetzen da, ne? Einweggabeln aus Maismehl. Stabil und kompostierbar. Wären sie nicht so hart, könnte man sie sogar mitessen. Die Nachfrage nach den Bestecken steigt rasant. Leuk kontrolliert die Produktion, denn er will bald neue Maschinen bestellen. Erstaunlich, was man aus Mais alles machen kann. Neue Ideen werden auch beim Altpapier gebraucht. So schnell wie der Papierverbrauch weltweit steigt, können Bäume nicht wachsen. Die Europäer verbrauchen jährlich über 180 Kilogramm Papier pro Kopf. Beim Recycling wird das Altpapier angefeuchtet und erwärmt. In der Seifenlauge wird die Tinte ausgewaschen. Übrig bleiben nicht nur Zellstoffe, sondern auch giftige Klärschlämme. 50 Kilometer Papier warten auf das Schneiden. Hell gebleicht mit Sauerstoff und Ozon. Schön glatt und glänzend wird das Papier durch die ungesunde Beschichtung. Michael Braungart ist in Oslo zum Internationalen Jahreskongress der Papierindustrie eingeladen. Sein Rat ist gesucht, denn die Hersteller haben erkannt, dass die Rohstoffe knapp werden. Aber auch die giftigen Druckfarben und die Klebstoffe haben Pappkartons und Papier in Verruf gebracht. Gibt es bessere Lösungen für die Produzenten? Der Präsident des Papierverbandes kündigt den Gastredner als international anerkannten Wissenschaftler an. Braungart benennt die Probleme der Papierindustrie. Er sagt den Managern, dass ihr Papier für den biologischen Kreislauf nicht zu gebrauchen ist. Es ist nicht kompostierbar, es ist nicht ohne Filter zu verbrennen und die Druckfarben vergiften das Abwasser. Er stellt alles in Frage und die Manager trauen ihren Ohren nicht. Wenn ein Papier so stinkt, ist es einfach schlecht. Hat er wirklich gesagt, unser Papier stinkt? Wenn alle Menschen so viel Papier verbrauchen würden wie wir, dann gäbe es keine Bäume mehr. Auch das hat er gesagt. Braungart stellt sein Buch vor, das auf einen neuartigen Kunststoff gedruckt ist. Die Tinte kann gelöst und erneut benutzt werden. Das Plastik kann man einschmelzen und neu verwenden. Ein Buch ohne Papier, denn die Seiten sind aus Folie. Und so ein Buch könnte man dann auch problemlos in der Badewanne lesen.
Das Buch heißt Cradle to Cradle, übersetzt von der Wiege zur Wiege, und beschreibt, wie man mit der Kreislaufwirtschaft die Umwelt retten könnte. Der Vorstand zeigt sich interessiert. Es könnte eine neue Ära in der Druckindustrie beginnen, mit schadstofffreiem Recycling. Sieht utopisch aus, aber funktioniert. Das Plastikbuch gehört in den technischen Kreislauf, in dem das Material immer wieder neu verarbeitet werden kann. Dafür bräuchten keine Bäume mehr gefällt werden. Auch Metalle zirkulieren im technischen Kreislauf. In Hamburg, bei Europas größtem Kupferhersteller, weiß man, dass Recycling immer wichtiger wird. Weil immer mehr Elektrotechnik gebraucht wird, steigt der Bedarf. Hier bei Aurubis liegt Kupfer für viele Millionen Euro im Lager. Überall fließt Strom durch Kupferleitungen, zum Beispiel beim Fernsehen. Die Hauptzuleitungen müssen dort besonders dick sein, denn der Stromverbrauch ist hoch. Unsere Informationsgesellschaft hängt von Kupferkabeln ab. Eine Datenautobahn wird unter den Fußboden verlegt. 80 Kilometer Kupferkabel werden für einen Regieraum gebraucht. Die Beleuchtungstechnik im Studio setzt den Sprecher ins richtige Licht. Dieser Raum ist auf dem neuesten Stand der Technik. Ohne Kupfer wären alle Leitungen tot. Kein Bild, kein Ton, kein Fernsehen. Und ohne Kupfer würden überall auf der Welt die Lichter ausgehen. Etwa ein Drittel des Kupfers kommt aus Chile, zum Beispiel aus der größten Tagebaumine der Welt. Chuquicamata, Stadt in der Wüste. Niemand würde hier leben, wenn es keine Arbeit gäbe. Die Mine ist eines der größten Löcher, das Menschen jemals in die Erde gebaggert haben. Die modernen Technologien heizen die Kupfernachfrage an. Jeden Tag wird das Loch durch Sprengungen ein bisschen größer. Der Staub enthält Schadstoffe. Arsen liegt in der Luft. Und jeder atmet es ein. Auch die Familien der Minenarbeiter. Die Verschmutzung ist fürchterlich. Besonders das Arsen, es juckt am ganzen Körper. Bei zu viel Arsen in der Luft erkranken die Kinder. Und übers Radio wird man davor gewarnt, die Häuser nicht zu verlassen. Auch die Menschen mit Herzproblemen leiden. Es ist sehr ungesund, hier in Chuqui zu leben. Arsen verursacht Krebs. Deshalb sind die meisten Familien nun weggezogen. Die Belastung für die Minenarbeiter bleibt. Auf dem Friedhof liegen 15.000 Tote. Etwa so viele, wie in der Stadt Chuquicamata lebten. Niemand fragt, wie viele an Krebs gestorben sind. Beim Aufladen ist der Staub so dicht wie Nebel. Das Kupfer ist Chiles wertvollster Exportartikel. Ohne Kupfer gibt es keine Devisen. Und ohne Devisen keine wirtschaftliche Entwicklung. Das Erz wird in alle Welt verkauft. Auch nach Hamburg. Aus dem Kupfererz wurde ein Konzentrat gewonnen, das leichter zu transportieren und zu löschen ist. Etwa 100.000 Tonnen werden pro Monat in Europas größter Kupferhütte verarbeitet. Das Erz wird auf 1.300 Grad erhitzt. Wenn es flüssig geworden ist, bringt der Steinstichmann es zum Laufen. Er hat den gefährlichsten Job in der Hütte. Aus dem erkalteten Metall wird Draht geformt, 8 mm dick. Das ist der Rohstoff für die Weiterverarbeitung in alle dünneren Drähte. Die hohe Leitfähigkeit macht ihn so kostbar. Überall in moderner Elektronik ist Kupfer im Einsatz. Für uns unsichtbar und immer feiner verteilt. Die Technik schreitet rasant voran.
Ein Laptop ist schon nach 2 Jahren veraltet. Die Natur hat ihr Design auf Kreisläufe ausgerichtet. Das technische Design sollte sich ebenso daran orientieren. Doch die meisten Geräte sind nicht recyclinggerecht gebaut. Weder moderne Flachbildschirme noch die alten Röhrenfernseher. Elektrorecycling ist schwer. Von den vielen technischen Nährstoffen können nur ein paar zurückgeführt werden. Und schon das ist mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden. Wir haben 1987, also vor 21 Jahren, einen Fernseher untersucht, der hatte 4.360 verschiedene Chemikalien drin. Also Flammschutzmittel oder eben Schwermetalle, Blei, Cadmium, Quecksilber. Und man kann einen Fernseher, einen Monitor nicht herstellen ohne diese schädlichen Stoffe, weil diese Elemente eben zum einen schädlich sind für die Umwelt, aber für die Technik äußerst wichtige Nährstoffe sind. Jetzt hat es also keinen Sinn, nur den einen oder anderen Schadstoff herauszunehmen und heute mal Cadmium oder Blei zu verbieten, sondern es ist notwendig, diesen Fernseher so zu gestalten, dass er zurück in technische Kreisläufe geht. Elektroschrott. Wenn das Design besser wäre, könnte man Geräte einfach auseinanderbauen. Jetzt ist das Elektronikrecycling noch viel zu aufwendig. Aber es gibt viel zu gewinnen. Von Eisen und Stahl bis Zink und Zinn. Bisher werden nur die teuersten und die seltensten Metalle recycelt. Dazu gehören Kupfer, Silber und Aluminium. Die Anlage schreddert, zerkleinert und sortiert. Ohne menschliche Kontrolle geht es auch hier nicht. Winzigste Teilchen werden gerettet. Wertvolle Materialien, die erneut eingeschmolzen werden. Durch das Recycling verhindert man eine weitere Ausbeutung von Mensch und Natur durch den Kupferbergbau. Der Kreislauf beginnt von vorn. Hier bei Aurubis wird der weltweit größte Anteil an Kupfer recycelt. Die Reinigung in der Elektrolyse macht Kupfer zum idealen Recyclingmaterial, denn jedes einzelne Kupferatom wird zurückgewonnen. Je mehr Elektronik der Weltmarkt braucht, umso wichtiger wird die Wiederverwertung. Das ist sehr schön. Das Material geht nach China. In China wird daraus dieser Kühlkörper gestanzt, der wegen des besseren Übergangs, Wärmeübergangs vernickelt wird, um dann in die USA zu gehen, zu Intel, einem bekannten Chiphersteller. Und dieser klebt mit einem Spezialkleber auf den eigentlichen Chip, in dem schnell gerechnet wird und wobei viel Wärme entsteht, den Kühlkörper obendrauf, der dann schön die Wärme abgibt. Da wir große Mengen Elektronikschrott recyceln, kann man sagen, wir machen aus Elektronikschrott wieder neue Elektronikbauteile. In Rosenheim hat ein großer Hersteller verstanden, wie man aus Altem wieder Neues macht. Für die Firma Steelcase werden hier Büromöbel gebaut. Der Konzern will Vorreiter sein, auch in Sachen Umweltschutz. Leiter der Entwicklungsabteilung ist Sascha Thiessen. Er arbeitet an der praktischen Umsetzung des Kreislaufkonzeptes. Was wird bereits beim Design bedacht? An erster Stelle steht natürlich, welche Werkstoffe setze ich überhaupt ein? Brauche ich irgendwelche aufwendigen Legierungen? Brauche ich irgendwelche stützenden Elemente? Oder kann ich wirklich mit reinen Materialien arbeiten? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie kann ich dann diese reinen Materialien so verbauen, dass ich sie nach dem Gebrauch auch wieder sortenrein trennen kann? So, und das sehen Sie hier sogar farblich abgestuft, ganz einfach. Das Stahlrohr, das Aluminiumteil und die Spanplatte. Dieser Pressspan hat ein Umweltzertifikat, denn alle Zutaten stimmen in der Qualität. Mit den Abfällen wird der ganze Betrieb geheizt. Steelcase hat viel vor und will alle Bereiche des Betriebes auf schadstofffreie Kreislaufprozesse umstellen. Deshalb kommen die Metallteile zur Pulverbeschichtung. Farbe wird nicht mehr lackiert, das Pulver wird aufgesprüht. Die Überschüsse werden aufgefangen und wiederverwendet.
Wenn ich mir nicht Gedanken mache, wie ich morgen meinen Werkstoffkreislauf und die Logistikketten organisieren möchte, dann werde ich morgen nicht mehr dabei sein. Die Firma nimmt alle Produkte zurück und macht wieder neue daraus oder verwertet sie. So kommt der Kreislauf in Gang und trägt zum Geschäftserfolg bei. Diesen Erfolg hatte die Leitung vor 10 Jahren, als die Projektarbeit begann, für utopisch gehalten. Mittlerweile hat der Bürostuhl mehrere Umweltpreise gewonnen. Alle Materialien sind sortenrein. Jede Schraube kann wieder eingesetzt werden. Der Kunde kann im Produktpass überprüfen, was insgesamt verbraucht wurde. Die Polsterung ist aus Mais. Sie wird nicht recycelt, sondern wandert in den biologischen Kreislauf zurück. Nachwachsende Rohstoffe. In Mecklenburg-Vorpommern wird Mais auf riesigen Flächen angebaut. Der Preis steigt, seitdem Mais auch zur Energiegewinnung genutzt wird. Jetzt, wo man spürt, dass die Rohstoffe knapper werden, ist die Landwirtschaft wieder gefragt. Und ich hoffe einfach nur, dass viele das auch erkennen. Und wenn wir Landwirte uns etwas mehr zusammenrangeln und dann zeigen, wie man mit der Natur umgeht, dann brauchen wir uns kein Buch und keine Fibel für zu schreiben, weil wir leben von diesem Bauernhof und wir leben von diesem Quadratmeter Ackerland. Und wenn wir diesen Quadratmeter Ackerland, sagen wir mal, ausplündern, dann denken wir nur in ganz kurzen Abschnitten. Und wir Bauern haben gelernt, in vielen Jahrhunderten, in Generationen zu denken. Und darum, denke ich, haben wir das Zeug dafür. Doch vieles haben die Landwirte nicht selbst in der Hand. Wenn sandige Böden intensiv bearbeitet werden und dann, zum Beispiel nach großer Trockenheit, noch ein Platzregen dazukommt, kann das zu einem Erdrutsch führen, wie hier in Brandenburg. Bodenerosion aufzuhalten ist schwer, aber möglich. Mit Kompost lässt sich der Boden verbessern. Organische Abfälle und auch das biologisch abbaubare Einweggeschirr können in der Biogasanlage vergoren werden. Damit gewinnt man Energie und Dünger. Dass sich über Biogas ein biologischer Kreislauf ergibt, hat Hubert Leuk schon lange erkannt. Er verkauft sein Einweggeschirr, nimmt es schmutzig zurück und gibt es dann in seine Biogasanlage. Diese Biogasanlagen, da sehe ich einfach die große Chance, wir diese Anlagen auch selber bewirtschaften. Wir Landwirte müssen zumindest ein Teil dieser Industrie oder dieser Bioenergieindustrie werden. Denn das ist für uns die große Chance, dass wir nicht unbedingt die höchsten Qualitätsstandards nur produzieren können. Wir können also auch Minderqualitäten in eine Biogasanlage geben und wir halten unseren Dünger auf unseren Feldern, unseren Humus. Wenn wir heute nur noch Weizen verkaufen, nur noch das Rapskorn verkaufen, dann verliere ich eigentlich auch Humus. Ich verliere Grundrohstoffe. Und mit der Biogasgeschichte heißt, ich kriege den Gärrest, der am Ende nach der Verjährung überbleibt, auf meinen Acker wieder zurück. Der Gärrest ist Dünger für neue Pflanzen. Und die können nur auf einer Humusschicht wachsen. Deshalb hängt das unmittelbare Überleben der Menschen vom Humus ab. Da, wo die Erde lebt, sind die biologischen Grundlagen gut. Die Regenwürmer sind die Freunde der Bauern, denn Humus ist unter anderem Regenwurmkot. Der ewige Kreislauf ist das Gesetz der Natur. Was die Wirtschaft daraus lernen kann, zeigen große Firmen auch in Holland und Frankreich. Das Wichtigste ist, dass die Schlüsselindustrien erhalten bleiben dabei und dass sie nicht nach Asien abwandern oder dass sie uns nicht verloren gehen, weil damit auch die Kenntnis darum verloren geht, wie man es anders macht. Weil wenn dieses Know-how verloren geht, dann müssen wir wiederum in China bei Adam und Eva anfangen. Und diese Zeit haben wir nicht. Die Kreislaufwirtschaft ist keine Utopie. Wäre es nicht schön, wenn Millionen von Verbrauchern ihr Konsumverhalten ändern würden? Dann würde sich die Wirtschaft schnell umstellen. Möglich wäre das. In ein paar Jahren werden die Kinder dann vielleicht sagen, das Prinzip des Kreislaufs ist doch ganz einfach. Wieso ist euch das denn nicht schon früher eingefallen?